Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Fortnite. Ja, wir machen jetzt mal hier Rettet die Überlebenden. Und ich habe auch mal einen anderen Charakter ausgewählt, und zwar den Ninja. Den habe ich bis jetzt noch nie gespielt, aber habe ihn immer aufgelevelt. So, die Waffe hier, die ich gerade spiele, die werden wahrscheinlich einige kennen. Das ist die Waffe, die es im Battle Royale Modus gibt, aber mit Einzelfeuer. Hier hat die Salven. Überlebende in Gefahr. So, wir müssen nämlich jetzt Überlebende hier finden. Und müssen die retten. Und haben dafür jetzt noch 15 Minuten und 50 Sekunden Zeit. So. Sammel Blue Glow. Nehmen wir mal mit. Einfach so, würde ich sagen. Aber nebenbei, während wir hier nach den Leuten suchen, muss ich natürlich auch noch ein paar anderes Zeug suchen. Beispiels, ein paar Ressourcen, Holz bräuchte ich zum Beispiel neu. Und sowas. Aber erstmal hier retten wir den Mann. Der wird gerade attackiert von den Hüllen. So, geht mal weg, meine Freunde. Das glaubt mir keiner. Gute Arbeit. Weiter so. So, den guten Mann haben wir gerettet. Sehr gut. Halt, ich habe ja doch gerade noch einen gehört. Ja, hier sind noch mehrere. Da hinten ist so ein Zyklop, so nenne ich den. Eigentlich hat er einen anderen Namen, aber ich nenne den Gegner hier immer Zyklop. Also nicht wundern. So. Was hat denn der Ninja hier eigentlich noch für Fähigkeiten? Ja, da wirft er Shuriken. Das mische ich jetzt gleich mal. So. Und wir testen das jetzt gleich mal noch an ein paar Gegnern. Die andere Fähigkeit, komm! Zack! Hä? Warum macht er die nicht? Ach, ich glaube, dafür brauche ich mehr Ausdauer. Ja, ups, 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 ups. Komm, weg mit euch. Und jetzt. Okay, jetzt sind wir unsichtbar. Aber auch nicht die ganze Zeit. Ja, ist ganz cool. Ich bin auch kein normaler Ninja, sondern ich bin so eine Art Zombie oder Mumien-Ninja, so nenne ich es jetzt einfach mal. Wir sind ja ein Ninja, aber halt sehen ein bisschen aus wie eine Mumie. Da dann nämlich von dem Halloween-Event ist. So. Hier ist ja auch noch einer von dem Halloween-Event. Bob. So. Überlebender in Gefahr. Ja, Überlebender, ich such dich gleich weiter. Aber erstmal Kiste, die hat Vorrang. So. Komm. Denn da drin könnte nützliches Zeug drin sein. Hopp. So einen Doppelsprung haben wir ja auch mit dem Ninja. Den können wir aber nur machen, wenn wir 50 Ausdauer haben. So. Nein, aua. Hab mir leichte Beine angeknackst. Also mit dem Springen muss ich mich noch ein bisschen befassen. Damit bin ich noch nicht so super. So, komm. Wäre besser, wenn die greifen könnte irgendwie, dass sie dort hochkommt. Aber na gut, so geht's eigentlich auch. Ey, nein, nein, nein. Die können dort oben die Kiste zerstören. Ey, ich muss hier schnell hoch. Ihr blöden Hüllen! Weg mit euch! So, gut. Ey, was macht ihr denn jetzt hier? Lasst mich doch mal in Ruhe! Ich sagte, lasst mich in Ruhe. Das Problem ist bloß, dass hier so ein blödes Lager ist, was wir hier links sehen. Das spawnen die jedes Mal jetzt hier. Bis wir das Lager abgeschlossen haben. Dann würde ich sagen, tun wir das auch mal. So. Jetzt schnell dort rein. Los, komm. Kiste, schnell. Da, 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 da. Jawohl, alles schön einsacken. Gut. Quarzkristall, ja, das kann ich immer gebrauchen.
Genau wie rotierende Teile. Malachit könnte ich auch noch gebrauchen. Ich brauche das Zeug nämlich für eine spezielle Waffe, denn man kann nämlich hier so eine Art, ich nenne es jetzt mal kleine Liste unten links, was ihr da seht, anheften, was ich alles brauche für die und die Waffe, um die herzustellen. So, und ich brauche da Malachit. Ich glaube, das könnte es hier unten geben oder so. Hallo. Zack. So. Mal gucken, vielleicht bekommen wir hier irgendwo Malachit raus. Wäre nicht schlecht. Hey, 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 Kleiner. Lass mich doch in Ruhe. Alles ist gut. Ich habe dir nie was getan, das weißt du ganz genau. So. Machen wir jetzt erstmal wieder nach oben, würde ich sagen. Aber die blöden Steine sind uns hier etwas im Weg. Von daher abbauen. So. Auf nach oben. Überlebender in Gefahr. Überlebender in Gefahr? Wir müssen noch 3 Überlebende retten. Haben aber noch eigentlich so gut wie 10 Minuten Zeit. Das müsste eigentlich reichen. Wenn wir uns jetzt beeilen. Ninja ist zum Beispiel auch viel schneller. Finde ich ganz cool. Aber wie gesagt, hab den vorher noch nie gespielt. Ich war eigentlich immer so der Soldat. So, zack. Ey, was hat denn da für ein Schildhut auf? Frischen Zylinderhut, ja? Sieht ja cool aus, muss ich sagen. Mist, der Überlebende dort ist gestorben. Nein. Mist. Überlebende, wo seid ihr? So. Na super, wir haben kein Holz mehr. Aber da ist eine Kiste. Oh nein, die Kiste macht Geräusche, da kommt ein Gegner raus. Also was heißt, da kommt ein Gegner raus? Das ist ein Gegner, die Kiste. Hilfe! So. Also Holz können wir auf jeden Fall jetzt langsam mal hier mehr gebrauchen. Ja, aber auch, dass wir mit den überleben. Da müssen wir unbedingt mal mehr retten. Am besten wäre es halt, wenn alle jetzt aus unserem Team Überlebende suchen. Wir sind jetzt zu viert. Hier da einen. Ich kann nicht. Frage ist halt die, wo sind die? Wir müssen die halt auch erstmal finden. Dann ist noch eine Kiste. Die nehmen wir noch mit. Da hinten ist noch mal eine. Okay. Wie viele Kisten sind denn hier? Nein, die macht auch ein Geräusch. Ach, Kiste. Du machst mir echt das Leben schwer. So, zack, zack. Woo! Okay, das ist wieder mal eine normale Kiste. Sehr schön. Okay, Überlebende, noch 2 fehlen jetzt. Gut. Kommt schon, ich möchte eigentlich auch noch einen retten. Dafür müsste ich auch hier mal einen finden. Die könnten halt überall sein, das ist so die Sache. Ey, wie viele solche Imitatoren hier gibt's denn hier? Die haben mich irgendwie heute lieb hier, würde ich meinen, oder? So. Finde das verlorene Medikit. Okay, für einen. Lass dir Zeit. Ja. Überlebenden müssen wir ein Medikit suchen. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Gut, dann
chatte ich jetzt mal, das macht der andere, dann gucken wir mal hier noch nach einem Überlebenden. Denn manchmal ist auch so in der Nähe von einer Klippe jemand, ja? Wie zum Beispiel hier. Ich helfe dir. Keine Angst. War das nicht gerade ein Mann? Warum hat er sich nach einer Frau angehört? Wo ist der Überlebende? Ich sehe ihn nicht. Da. Ne, das ist eine Frau. Hallo. Gut. Wir haben sie gerettet. Aua, nicht grapschen. Nicht grapschen. So. Dann schießt einer hier rüber. Aber irgendwie trifft er uns nicht. So, komm. Zack, weg mit dir. So. Gut, Bonus für Rettung könnten wir uns jetzt nur noch holen. Da würde ich sagen, tun wir noch ein paar Bäume farmen und sowas und gucken nach ein paar Kisten. Und vielleicht noch nach diesem Malachit. Das gibt's, glaube ich, in Höhlen und sowas. Am besten wäre es halt, wenn wir eine Stadt hätten, wo wir hin müssen. Weil in einer Stadt, da gibt es dann auch nochmal geiles Zeug eigentlich. Zum Beispiel in Werkstätten oder sowas. Da gibt es eigentlich Zeug, was man manchmal gebrauchen könnte. So. Ich muss mal ganz kurz was schauen bei mir. Ja. Aufträge. Was haben wir denn eigentlich noch bei Nebenaufträgen? Heldenaufträge. Gut, hier. Mit Wurfstern. Und dann noch mit den Ninjas solche Missionen abschließen hier. Hä? Ich hatte schon mal so einen Ninja gespielt. Da war doch gerade irgendwas. Okay. Wenn, dann muss es aber echt lange her sein. Weil daran kann ich mich echt gar nicht mehr dran erinnern. Tut mir leid. Eine Sekunde. So. Hallo? Ist hier noch irgendwo Loot? Also eine Kiste oder sowas? Hier hinten. So. Speck hat es mir gegeben. Okay, schön. Speck können wir gebrauchen. Hier ist ein Grab. So. Halt, wir könnten auch mal unser Zeug ein bisschen ausmisten hier, was wir nicht brauchen. So, weg damit. Hier bei Fallen, ja, das können wir immer gebrauchen. Aber hier, brauche ich hier Zeug nicht? Ja, das brauche ich zum Beispiel gar nicht so viel. Weg damit, weg damit. Ja, würde ich sagen, hier die Planken noch weg. So, zack. Haben wir das erstmal ein bisschen weniger gemacht. Dann würde ich sagen, stellen wir hier ein bisschen Klebeband her, also Panzerband. Und nochmal ein bisschen Sprengpulver. Na los! Bedien dich ruhig. Kannst du ruhig alles nehmen dort. So. Da haben wir nämlich jetzt auch erstmal unser Inventar ein wenig hier ausgemistet. So, Holz haben wir jetzt auch hier recht gut wieder gefüllt. Und unsere Evakuierung ist jetzt in 2 Minuten knapp. Ja. Bis dahin könnten wir eigentlich nochmal ganz schnell hier suchen nach einer Kiste. Ich glaube, eine könnten wir doch noch finden in der Zeit. So, komm, lass mich schnell hier runter. Hallo? Hä? Ich will mit denen reden. Ich drück doch. Okay. Dann eben nicht. Ja, ich wollte mit ihnen reden, aber ne. Wenn sie da wollen, dann ist gut, dann gehe ich eben. Ich wollte einfach nur freundlich sein. Irgendwo da draußen.
So, hier gibt's Caller, wie es scheint. So. Komm schon, gib mir Kohle und nicht Roherz. Schon wieder. Super. Nie bekomme ich das, was ich möchte. Ist aber irgendwie immer so. So. Komm. Hier drin was Schönes, wenigstens. Ja, okay. Quarzkristall. Ja, okay. Nehme ich halt einen Quarzkristall. Was ist denn das für ein Bereich? Ja. Ich tue einfach so, als ob ich das niemals gesehen habe. Was ist das für ein Bereich, Kollege? Ach, der macht hier irgendwas. Der macht doch hier irgendwas, oder nicht? Der hat irgendwas hier vor. Das ist ein Wissenschaftler. Nein, eigentlich nicht. Da baut sich hier einen schönen Weg, okay. Ich sehe schon, das ist ein Profi, der Kollege. Hier. So. Ach, jetzt weiß ich schon, dass er noch so viel baut. Resta, die Leiste. Die möchte ich dann noch voll machen. So, dann haben wir damit nochmal ein bisschen geholfen. Weil dann gibt es ja dann später nochmal ein bisschen besseren Loot jetzt gleich. Sehr gut, wir haben es geschafft. So, gewonnen. Sehr schön. Und ich habe am meisten gemacht bei Gebäudebau und Geräte. Okay. Kampf war ich nicht so aktiv. Okay, ja, schade. Nicht bin ich da gut gewesen. So, ich schätze mal, wir bekommen die dritte Kiste, oder? Was für eine Kiste bekommen wir? Ja, könnte sogar noch die vierte Kiste werden, oder? Ne, bleibt bei der dritten, okay. Ja, trotzdem cool. Mal gucken. Vielleicht bekommen wir ja was Cooles drin. Raus aus der guten Kiste. Könnte ja sein. Da bin ich echt jetzt mal gespannt. Aber da bekommt man eigentlich meistens, was hat man denn da immer aus den Kisten bekommen? Materialien und sowas waren das, glaube ich. So gutes Zeug war es eigentlich, soweit ich weiß, nie, was man aus diesen Kisten bekommen hatte. Mehr gutes Zeug hatte man eigentlich immer aus den Lamas oder sowas bekommen. Ja, hier. Ja, okay. Ich habe noch einen Auftrag abgeschlossen hier, dafür bekomme ich noch ein bisschen Zeug, einen Bauplan, ja. Nett. So, Lamas werde ich demnächst auch mal öffnen, aber das werde ich in einem separaten Video machen mit diesen V-Bucks, also V-Bucks, manche nennen es auch V-Bucks. Okay, Leute, da würde ich erstmal sagen, wir beenden dann erstmal an dieser Stelle hier das Video, aber davor verschrott man noch ganz kurz was. Ja, wem das Video gefallen hat, der kann sehr gerne jetzt wie immer eine Bewertung da lassen. Mir gerne einen Kommentar schreiben. Und ja, Leute, empfehlt mich gerne weiter, das würde mich wirklich freuen. Und ja, haut rein und ciao!